Ich begrüße euch zu einem neuen Money Talk, ihr Lieben. Und heute geht es bei uns ganz explizit um das Thema Energie. Deutschland stellt sich da ja auf einen kalten und vor allem teuren Winter ein. Alleine diese Gasumlage, die jetzt beschlossen wurde, die führt dazu, dass so ein vierköpfiger Haushalt jetzt um die 500 Euro mehr bezahlen wird im Winter für sein Gas. Und das ist ja erstmal nur die Umlage, da ist ja noch gar nicht die Preissteigerung mit eingerechnet. Und deshalb wollen wir uns heute unterhalten, welche Alternativen es gibt, welche Alternativen es für euch gibt, vielleicht diesem ganzen Gaswahnsinn zu entkommen in der Zukunft. Aber noch viel mehr, das ist ja hier der Money Talk, wie ihr vielleicht auch von diesen Alternativen profitieren könnt, wie ihr euer Geld vielleicht investieren könnt in neue Ideen, neue Unternehmen, in Startups, um hier dann auch von dieser Alternative, über die wir gleich reden werden, profitieren zu können. Ich freue mich, dass ich heute mal ganz besonders zwei Gäste bei mir habe und dann schalten wir nämlich gleich mal rein. Jörg Weber ist bei uns von Eco-Reporter und Julian Mattes von Solar Native. Schön, dass ihr Zeit habt und euch mit mir über Anlagen in alternative Energien unterhalten wollt. Jörg, Eco-Reporter, vielleicht stellst du dich kurz mal vor, was macht ihr die ganze Zeit? Ja, hier sitzen Redakteurinnen und Redakteure in einem Verlag in Dortmund, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als über nachhaltige Geldanlagen zu schreiben. Also wie kann ich Geld anlegen, ohne dass es dem Klima schadet oder ohne Kinderarbeit und Ähnliches. Diese Geldanlagen untersuchen wir, analysieren die und bewerten die. Wir wollen uns ja heute, das ist eben auch das Thema jetzt mit Solar Native, tatsächlich auch über so eine Form von alternativer Geldanlage unterhalten. Es geht bei uns jetzt gleich um Crowd Investing auch. Das guckt ihr euch auch an. Da werden wir uns nachher auch noch ein bisschen explizit drüber unterhalten. Julian, schön, dass du da bist. Du bist Startup-Gründer. Ja, Carola, ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hier zu deinem Money Talk. Ja, ich bin Julian und einer der beiden Gründer von Solar Native. Ja, wir haben uns 2019 gegründet, um die Technologie, die mein Partner Henk Oldenkamp innerhalb der letzten 30 Jahre entwickelt hat, auszuentwickeln und zu kommerzialisieren und in den Markt zu bringen. Da stehen wir jetzt kurz davor und freuen uns darauf. Und mehr zu der Technologie werde ich sicherlich später noch sagen, aber das war es erstmal als Einleitung. Ganz genau. Und Solar Native, wir können uns ungefähr schon vorstellen, womit es zu tun hat. Es hat mit Solar zu tun natürlich und da werden wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Für all diejenigen, die vielleicht bald unabhängig sein wollen, ich hatte es eben gerade schon angesprochen, vom Gaspreis oder von Energiepreisen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, was ihr macht. Schon mal vorab vielleicht für all diejenigen, die sich überlegen, ich habe doch hier einen Balkon oder ein Dach, was so rumsteht und was eigentlich gar nichts nützt. Und da wird man in Zukunft mit eurer Technologie vielleicht Selbstversorger im Energiebereich. Also da reden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drüber. Aber Jörg, ich würde ganz gerne zu Anfang erstmal den Markt beleuchten. Also wir sprechen ja immer darüber, dass jetzt also die erneuerbaren Energien wahnsinnig schnell ausgebaut werden müssen. Wir müssen unabhängiger werden vom Gas, unabhängiger werden von fossilen Brennstoffen, vom Öl. Wo stehen wir denn in Deutschland aktuell? Also wie hoch ist der Anteil Erneuerbarer? Der Anteil liegt insgesamt ungefähr bei 13%. Das wechselt ein bisschen nach Wind und Wetter und Sonne. Wir sehen in Deutschland, wenn wir über Energie sprechen, oft nur den Strom. Aber beim Strom stehen wir natürlich ganz gut mit erneuerbaren Energien. Da haben wir auch dank der privaten Bürgerbeteiligung, die es vor vielen Jahren gegeben hat, mittlerweile im Jahresdurchschnitt fast 50% Strom aus erneuerbaren Energien. Nur Strom ist nicht alles. Autos fahren, Güterzüge fahren, also Verkehr braucht Energie. Industrie braucht sehr, sehr viel Energie, Betonherstellung, Stahlherstellung. Und dann müssen wir auch noch heizen. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann haben wir da halt noch nicht viel erneuerbare Energie, weil es für den Verkehr außer wenigen Elektroautos und auch fürs Heizen in dem Bereich noch nicht viel umgesetzte Lösungen gibt. Ja gut, aber wir haben ja nun also den Anspruch, dass wir innerhalb der nächsten Jahre wirklich einen Großteil unserer Energieversorgung über die alternativen Energien dann auch abfedern können. Kommen wir dahin? Erreichen wir diese Ziele mit dem, was wir aktuell machen und auch mit dem Tempo, das wir vorlegen? Na, mit dem Tempo kommen wir da überhaupt nicht hin. Da muss man sagen, wir haben in vielen Jahren, Anfang der 2000er Jahre, ein erheblich höheres Tempo gehabt, als wir das in den letzten 10 Jahren hatten.
Wir müssen ganz schnell ganz viele Solaranlagen bauen. Wir brauchen neue Windkraftwerke. Wir brauchen auch andere erneuerbare Energien. Denn wir wollen ja ganz viel konventionelle Energie, Kohle, Gas ersetzen. Und das wird natürlich nur zum Beispiel durch Solar- und Windenergie in der Regel gehen. Da brauchen wir ganz viele neue Kraftwerke. Ich möchte nur an einem Punkt jetzt oder hier in dem Punkt dann schon mal sagen, wo man da keine Angst haben muss, das ist der Preis. Die gute Nachricht ist, dass Energie auf Dauer nach meiner Ansicht billiger werden wird. Die schlechte Nachricht ist nicht im kommenden Winter. Und der ist natürlich jetzt erstmal vor unserer Nase und entscheidend. Aber wenn man sich die Daten anschaut, die sind für jeden verfügbar bei der Bundesnetzagentur. Solarstrom wird für diejenigen, die den in großem Maßstab herstellen, vergütet mit 5 Cent pro Kilowattstunde. Wir zahlen im Moment 37 Cent. Wenn wir ganz viel Solarstrom hätten, dann müssten wir den Strompreis zumindest nicht fürchten. Wir haben aber zu wenig Solarstrom im Moment. So, und da kommt dann Julian rein mit seiner Firma und deshalb schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. Also, was ist euer Ansatz? Wer produziert nachher den Strom? Was macht ihr mit eurer Technologie? Ja, unser Ansatz ist, die kleinen Leute, also die ganz normalen Bewohner von Wohnungen oder die Eigenheimbesitzer zu ermächtigen, zu befähigen, einen Schritt in Richtung Energieautarkie, zu gehen. Und zwar inklusive dieser ganzen Sektorenkopplung, die Jörg gerade angesprochen hat. Also auch das Elektroauto, auch die Wärmepumpe mit ins Energiesystem einzubeziehen und es dann alles auf Strom umzustellen, vor allem dann auf Solarstrom. Und unser Herzstück dabei ist unser sogenannter Powerstick. Das ist ein Mikrowechselrichter, der wandelt den Gleichstrom von Solarmodulen in Wechselstrom um, sodass der ins Stromnetz eingespeist werden kann. Und das Besondere bei unserem Produkt ist, dass jedes einzelne Solarmodul auf dem Dach da einzeln gesteuert wird mit unserem Mikrowechselrichter. Und dadurch kann deutlich mehr Energie erzeugt werden und man kann auch die Dachfläche deutlich besser ausnutzen. Aber Julian, für all diejenigen, die sich vielleicht nicht mit der Technologie so gut auskennen, diese Wechselrichter, die gibt es ja eigentlich auch jetzt schon, oder? Aber was ist bei eurem Ansatz anders als das, was es bisher schon gibt? Ja, da gibt es verschiedene Vergleichsszenarien. Die klassischen Anlagen in Deutschland, die sind alle so aufgebaut, dass die Solarmodule alle hintereinander geschaltet sind und es gibt dann einen Wechselrichter im Keller typischerweise. Der wandelt das dann in Wechselstrom um. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man ein schönes Dach hat, das nach Süden ausgerichtet ist zum Beispiel. Aber in vielen Fällen gibt es Dachflächen, da gibt es Abschattungsszenarien. Also da sind Bäume davor oder es gibt Dachgauben oder Schornsteine. Und die kriegen dann nicht alle gleich viel Licht und produzieren dadurch auch nicht gleich viel Strom. Und das heißt, es gibt so einen Lichterketteneffekt wie beim Weihnachtsbaum, dass ein Modul alle runterzieht oder dann auch überbrückt wird. Und das ist bei uns anders. Also bei uns wird wirklich jedes einzeln gesteuert und kontrolliert und aus jedem Modul wird immer das Optimum rausgeholt. Ah, verstehe. Ja, man muss auch die Technik ein bisschen verstehen. Und du sagtest vorhin, dass dein Co-Founder das im Grunde genommen schon alles sehr lange entwickelt hat und dass das quasi etwas ist, was jetzt nicht gerade ihr euch vor 4 Wochen ausgedacht habt, sondern eine Technologie, die ihr selber auch entwickelt und selber baut. Ja, das ist das, was uns als Startup oder als Firma so ein bisschen auszeichnet. Ich glaube, das ist relativ einzigartig. Wir verwirklichen gerade den Lebenstraum vom Henk. Und Henk ist jemand, der gibt niemals auf. Das ist auch unsere Philosophie für die Firma. Also der sieht ein Problem und dann bastelt er so lange daran rum, bis er eine Lösung hat. Und dann hat er die Lösung und verbessert sie immer noch weiter. Und das hat er jetzt 30 Jahre lang getan. Er hat übrigens den allerersten Wechselrichter der Welt erfunden, 1992. Und der sah noch ein bisschen anders aus als jetzt. Aber jetzt sind wir so weit mit dieser speziellen Hochfrequenztechnologie, die er entwickelt hat, dass unsere Produkte nur ein Viertel so groß sind, zum Beispiel wie Konkurrenzprodukte. Also wir haben wahnsinnig hohe Energiedichten und sind viel, viel kleiner, es ist miniaturisiert. Wir können es integrieren in die Solarmodule, was auch nochmal ein ganz großer Schritt ist. Da gucken wir uns gleich mal an, was es da für Möglichkeiten gibt, dass ich dann nachher eben energieautark auch sein kann. Aber ich muss mal so ein bisschen ketzerisch fragen. Ich kann mich erinnern, es gab ja schon mal so einen Solar-Hype und ich kann mich erinnern, es gibt ja sogar hier so ein Solar Valley in Deutschland. Viele dieser Firmen sind nachher pleite gegangen. Das waren ja die, die auch selber die Module hergestellt haben. Ist hier nicht auch bei euch zu befürchten, dass, wenn das jetzt einer mitbekommt, dass ihr hier in Deutschland so eine schöne Technologie entwickelt habt, dass die euch mal gleich geklaut wird und dann von China hier wieder zurückverkauft?
Ja, das Risiko besteht natürlich immer, dass es Nachahmer gibt und deshalb haben wir mehrere verschiedene Level von Schutz für unser IP. Also einmal haben wir natürlich patentrechtlich Schutz, auch global verschiedene Patentfamilien. Dann ganz wichtig ist, wir haben einen Großteil der Funktionalität auf sogenannte ASIC-Chips, das sind spezielle Mikrochips, integriert. Da sieht man nicht so leicht, was die machen und kann die sich nicht so leicht nachmachen. Und natürlich in der Software steckt ganz viel das Know-how drin. Also das ist auf verschiedenen Ebenen geschützt. Wir sind da sehr optimistisch. Jeder kann den kaufen und aufmachen und versuchen nachzumachen, aber Erfolg wird da nicht so schnell haben. Nein, ich finde das ja fantastisch. Also ich unterstütze das auch sehr, dass wir natürlich sozusagen die Technik Made in Germany, die ja auch überall auf der ganzen Welt sehr, sehr gut ankommt und geliebt wird, dass wir das natürlich auch unterstützen, hier jetzt auch mit deinem Produkt. Und die Frage ist ja natürlich, was kommt dann nachher dabei raus? Das heißt, ich habe das ja neulich schon mal irgendwo gelesen, dass man dann bei IKEA vielleicht seine Solarmodule ganz einfach kaufen kann und sich das hinstellt, wie man sich jetzt vielleicht einen Ventilator hinstellt. So kann man sich nachher dann vielleicht seine Solaranlage auf den Balkon stellen? Ja, in der Tat. Unser Ansatz ist an der Stelle wirklich das Leben für alle Beteiligten, die Endkunden und auch die Installateure, die ja auch ein Flaschenhals sind für die für die Exekution der Energiewende, das Leben für diese Leute so leicht wie möglich zu machen und technologische Lösungen bereitzustellen, um Arbeit einzusparen. Also unsere Produkte sind im Prinzip Plug and Play. Man nimmt ein Solarmodul, da kommt dann direkt Wechselstrom raus und man kann es direkt in die Steckdose stecken. So ist der Ansatz. Und das von einem Modul auf dem Balkon hin zu großen Anlagen auf Gewerbedächern. Also Jörg, dann die Frage jetzt auch mal an dich natürlich. Also ist das auch etwas, was spannend sein kann, dass tatsächlich jeder Einzelne diese Energiewende vorantreibt und dass man nachher also doch viel mehr darüber spricht, dass man energieautark seinen eigenen Strom erzeugt, sein eigenes Auto dann zu Hause auftankt mit an der Steckdose und dann wirklich gar nicht mehr auf diese großen Anlagen am Ende angewiesen ist? Ja, also ich meine, insgesamt haben wir natürlich eine Schwarmtechnologie bei der Energieversorgung in Deutschland. Das ist schon toll. Ungefähr jeder Haushalt ist ans Netz angeschlossen und das ist ein Riesenvorteil. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn ich Strom selbst erzeugen kann. Und es ist vielleicht auch eine Beruhigung, wenn es solche Technologien dann am Markt mehr verbreitet gibt, wie die von Solar Native, dass man dann sagen kann, okay, wenn die Sonne scheint, und das Stromnetz doch aus irgendeinem Grund mal ausfallen sollte, dann kann ich zum Beispiel die Babymilch damit warm machen. Ich glaube, das ist ja was wir jetzt alle wegen dieses Winters auch im Kopf haben. Wo kriegen wir denn die Energie her? Ich glaube, auch ein weiterer großer Vorteil, eher ein psychologischer, ist dabei auch, wenn man den Strom selbst erzeugt, dann sieht man auch, was man verbraucht und beschäftigt sich damit. Mittlerweile ist ja Strom ist ja bei uns heute wie Wasser aus dem Wasserhahn. Es ist einfach da, aber es ist kein Automatismus. Und man sieht, was da für eine Riesentechnik dahinter steckt, eigentlich erst, wenn man die Steckdose und die Leitung hunderte Kilometer weit verfolgt. Und ich glaube, das ist alles ganz gut, wenn wir uns mal klar machen, das ist nicht automatisch so. Man knipst an und das Licht brennt, sondern da muss was für getan werden. Und darum, das macht ihr ja genau mit Solar Native, die Frage natürlich, ihr sammelt jetzt gerade Geld ein, also das ist ja das Spannende jetzt auch an eurem Unternehmen, an eurem Startup, dass man hier also quasi als Anleger mit dabei sein kann, mit relativ kleinen Beträgen, ab 250 Euro sogar schon, und in diese neue Technologie investiert. Jetzt erzähl uns doch mal, was sammelt ihr jetzt, wie viel Geld sammelt ihr ein, was macht ihr mit dem Geld, wann kann ich dann eure Wechselrichter tatsächlich auch hier bei mir im Garten zum Einsatz bringen? Ja, wir sind derzeit in einer Finanzierungsrunde, wo wir insgesamt 4 Millionen Euro einsammeln, die uns im Prinzip den Markteintritt nächstes Jahr ermöglichen. Und diese 4 Millionen Euro, die kommen zu ungefähr einem Drittel aus dem Bestandsgesellschafterkreis. Und zu zwei Dritteln haben wir diese Crowdfunding-Kampagne mit Companisto gestartet, die sehr, sehr erfolgreich läuft. Und da muss ich sagen, Companisto macht da einen super Job. Also es ist toll, wie viele ganz normale Personen sich da beteiligen können. Und hier wird eben die Möglichkeit geschaffen, dass sich ganz normale kleine Leute an Startups und an Risikounternehmungen beteiligen können.
Ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, also es ist, ihr seid schon relativ voll mit dem Geld. Das heißt, es ist nur noch eine kleine Tranche da, wo man sich jetzt also auch beteiligen kann. Aber ich möchte hier an dieser Stelle sagen, es ist keine Anlageberatung, die wir machen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich mache den Link unten drunter in den Shownotes, könnt ihr euch da bei Companisto informieren. Aber wie gesagt, macht euch bitte schlau, keine Anlageberatung an dieser Stelle. Es ist eine riskante Anlage in Startups. Also Julian, hör mal weg, aber tatsächlich ist es so, dass viele, viele Startups eben es nicht schaffen. Und Jörg, das beobachtet ihr ja auch, gerade in dem Bereich auch Crowdinvesting. Das ist ja auch sehr verbreitet in solchen alternativen Anlageformen. Das guckt ihr euch auch an. Also man muss ganz deutlich sagen, höheres Risiko, aber natürlich auch eine höhere Chance. Ja, also auch eine höhere Chance. Naja, also erstmal, ich würde da kein Geld reinstecken, das ich monatlich brauchen könnte. Ich würde auch kein Geld für die Altersvorsorge reinstecken. Ich würde in solche Crowd-Investments und egal in welche nur Geld investieren, auf das ich im Zweifel verzichten kann. Wir sehen da doch, dass viele Crowd-Investments ganz gut laufen, aber eben nicht alle und das Geld kann weg sein. Was ganz gut ist beim Crowd-Investment ist natürlich, das Geld geht wirklich ins Unternehmen. Ich nehme 250 Euro oder 1000 Euro und das ist wirklich Geld, mit dem das Unternehmen dann arbeiten kann. Wenn ich jetzt eine Solaraktie kaufen würde, dann wäre das ja anders. Die würde ich jemand anderem abkaufen, einer Privatfrau meinetwegen, die davon ihren Öltank füllt. Ich habe zwar dann eine Aktie und bin am Solarunternehmen beteiligt, aber das Unternehmen selbst bekommt das Geld ja nicht, es sei denn, es ist eine Kapitalerhöhung. So, und das ist das Schöne bei den Crowd-Investments. Ich kann wirklich sagen, so mein Geld arbeitet jetzt in dem Unternehmen. Das mit der Chance, das ist natürlich so, meist sind diese Crowd-Investments ja festverzinsliche Nachrangdarlehen. Und festverzinst heißt, wenn das Unternehmen schlecht läuft, dann kriege ich keinen Zins und das Unternehmen geht pleite und mein Geld ist weg. Läuft es mittel, kriege ich meinen versprochenen Zins, 3 oder 4%. Läuft es super und boomt, kriege ich auch nur 3 oder 4%. Das ist ein fester Zinssatz. Also meine Chance ist gedeckelt. An der Börse kann ich natürlich auch mal 50 oder 100% gewinnen. Selten, aber möglich ist es. So, aber ja, da wollen wir natürlich, Julian, mal kurz einhaken, weil das Modell ist hier nämlich anders. Das ist in der Tat Eigenkapital, was man hier erwirbt. Da gibt es bei Companisto das zweistufig. Erstens ein paar größere Tickets ab 10.000 Euro. Die werden dann wirklich direkt gepoolte Gesellschafter. Jetzt in der öffentlichen Runde ist diese Tickets ab 250 Euro. Da reden wir mittlerweile über mehr als 500 Investoren. Die sind in einem Special-Purpose-Vehicle gebündelt, das aber auch wiederum direkt Eigenkapital an Solar Native erwirbt. Und es ist wirklich so einfach, Gewinnausschüttungen oder Exit-Erlöse werden einfach proportional ausgeschüttet. Da ja, ist nichts gedeckelt. Und ich weiß ja hier, dass auf meinem Kanal natürlich auch viele, viele Anleger unterwegs sind, die sich auch schon auskennen. Insofern, also nochmal der Hinweis, wir machen hier keine Anlageberatung. Ihr guckt mal in den Link rein und schaut euch das Ganze genau an. Es gibt eben unterschiedliche Crowd-Investing-Modelle. Companisto macht das eben auf diese Art und Weise über Eigenkapital. Und Julian, erzähl uns dann doch nochmal, also du hattest schon gerade gesagt, ihr wollt den Markteintritt im nächsten Jahr dann machen mit dem Geld, was ihr jetzt bekommt. Wie sind dann jetzt eure Perspektiven, die ihr euch überlegt habt für die Zukunft? Also wie wird Solar Native dann wachsen? Ja, also das Tolle ist, also da muss man auch sagen, also weltweit gibt es einen Riesentrend, die Solarenergie voranzubringen und davon partizipieren wir. Wir sind jetzt von der Marktseite im Prinzip für unseren ambitionierten Plan für 2023 schon ausverkauft und haben da relativ wenig Risiken. Das ist super. Deshalb können wir uns jetzt wirklich auch auf die Risiken auf der Supply-Seite konzentrieren, insbesondere natürlich diese Lieferkettenproblematik, die bei uns voll reinhaut. Also wir bestellen jetzt die Komponenten für 200.000 Wechselrichter im nächsten Jahr. Und das ist natürlich ein Riesenschritt, das ein Jahr lang im Voraus alles so zu planen. Genau, aber das ist nur der erste Schritt. Wir wollen das Ganze dann nochmal verachtfachen in 2024. Das geht dann nicht mehr nur in Balkon-PV in Deutschland, das ist dann international, ganz Europa. Auch die USA sind ein sehr, sehr wichtiger Markt. Also da haben wir noch einiges vor.
Und meinst du denn, dass es dann irgendwann so weit sein wird, dass ich bei IKEA oder wo auch immer, wir nennen jetzt keine Namen, aber irgendwo im Baumarkt dann mir wirklich euer Modul mit eurem Wechsel oder ein Modul mit eurem Wechselrichter kaufen kann und einfach auf den Balkon stelle? Ist das eure Vision? Ja, das wird in der Tat so sein. Und zwar ist das also gar nicht weit weg. Also wir sind derzeit bereits mit Baumärkten und auch anderen Webshops, die ähnlich funktionieren, in Gesprächen. Und da kann man sich die Pakete bestellen, klickt man sich zusammen, sagt zwei Module, zwei Wechselrichter, einen Stecker, paff. Und wie viel kann ich dann damit? Also ist es mehr als die Babymilch? Also die brauche ich nun nicht mehr zu erwärmen, aber wer weiß, vielleicht demnächst wieder. Was kann man mit diesen, wenn man jetzt tatsächlich so ein Hausgebrauch, also das, was ihr ja vorseht, wie viel kriege ich denn damit warm? Oder kann ich, wie lange kann ich mein Auto damit auftanken? Ja, also so eine klassische Balkon-PV-Anlage besteht aus ein bis zwei Modulen, bis zu 600 Watt pro Steckdose ist das gedeckelt. Und damit kann man sich durchaus die Grundlast über den Tag damit decken. Also Es das. klingt gut. Also damit wird man wirklich ein bisschen energieautark und hat dann tatsächlich seinen eigenen Strom zu Hause. Ich finde das ja eine sehr faszinierende Vorstellung. Also natürlich geht davon immer was in die Steckdose, weil man nie alles gleichzeitig verbrauchen kann. Aber das macht man sich vielleicht im Jahr dann 500 Wattstunden und ein typischer Haushalt verbraucht 3000, Entschuldigung, Kilowattstunden. Und ein typischer Haushalt macht 3000 Kilowattstunden im Verbrauch oder 4000. Also hat man ungefähr, ja, sagen wir mal, 10% oder so seines Gesamtverbrauches damit erzeugt. Ja, und auf jeden Fall natürlich auch ein sicheres Gefühl, dass man Strom haben kann, weil ansonsten steht man ja da und sagt sich, wenn die Energie abgeschaltet wird, das war ja jetzt dieses gruselige Szenario, dass also kein Gas mehr geliefert wird und der Gashahn abgedreht wird. Und ich glaube, dass da sich viele wirklich Sorgen gemacht haben und eben auf diesen Gedanken jetzt auch kommen und sagen, vielleicht werde ich Eigenversorger. Jörg, ich danke euch, dass ihr hier bei mir wart im Money Talk. Ich finde das ein wirklich spannendes Thema. Jörg vom Eco-Reporter und Julian von Solar Native. Ich drücke euch natürlich die Daumen bei Solar Native, dass ihr jetzt eure Crowd-Investment-Kampagne durchziehen könnt und das Geld auch zusammenbekommt. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, den Link, den gibt es bei mir hier in den Show Notes. Guckt euch das Ganze mal an. Also schon mit kleinen Summen kann man dabei sein. In einem Startup nochmal der Hinweis, es ist natürlich ein höheres Risiko, wenn man in Startups investiert. Es ist ein höheres Risiko, auch in einer Crowd-Investing-Kampagne mit dabei zu sein. Aber ihr seid ja erfahrene Anleger, die hier meinen Money Talk gucken. Insofern gehe ich davon aus, dass ihr das für euch einschätzen könnt. Keine Anlageberatung, nochmal der kleine Disclaimer an dieser Stelle und ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald. Bye bye. Danke Tschüss. Sie. Ciao. Danke.